Na, ihr Grattler, der Theophanes am Start. Willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind in Emerald City angekommen und jetzt muss ich erstmal schauen, wo musste ich denn hin? Ein weibliches Dragonier möchtest du? Ich habe kein weibliches, sondern männliches. Oh ja, und ich muss mich mit ihm noch ein bisschen anstrengen, das ist mir schon klar. Was mir aufgefallen ist, in Bezug auf Evoli, rein theoretisch könnte ich doch öfters zum Coiffeur gehen, oder? Das werde ich mal nach dem Kampf machen. Es ist jetzt eh, glaube ich, noch so eine Uhrzeit, wo Evoli sich eventuell zu Psyana entwickelt, ne? Und das wäre, glaube ich, nicht so in meinem Sinn. Deswegen darfst du jetzt mal ein Päuschen machen, indem ich dich jetzt auf den PC verbrachte. So. Sostata. Du kommst hier hin. Du kommst wieder mit ins Team. So, dann brauchen wir dich hier noch. Du hast das Münzamulett. Ja. Dragonier halt, ne? Hatte ich nicht noch ein paar EP-Teiler gehabt? Na egal, die kann ich ja jetzt eh noch auswechseln. So ein Käse, nein, das wollte ich nicht. Items bewegen. Machen wir das einfach mal so. Oder auch nicht. Das ist wunderbar, dass es genau so klappt, wie ich möchte. Deshalb machen wir das halt so. Ah nee, das andere war ja da, wo ich zwei P-Teile hatte. So, dann kriegst du ihn mal. Und ich bin jetzt am Überlegen, ich glaube, ich gebe Lapras mal ewiges Eis. Ja, die Items bitte austauschen. Und dann gehen wir in Richtung Arena. Ich schaue aber vorher noch mal im Shop nach, ob es da das ein oder andere Ding gibt, das ich vielleicht noch gebrauchen könnte. Hyperbälle, nö. Aber Hypertränke nehme ich mal 8 Stück mit. Und ein Beleber noch. Damit wir schön Runde bzw. Halbrunde Zahlen haben. Boah, was ist mit meinem Hals los? Ich habe eben gerade noch ein bisschen gedampft. Aber dass das so schlimm ist, das hätte ich nicht gedacht. Moment mal. Haus der Attacken. Genau, hier können wir nämlich den Starter-Pokémon. Wie hießen die nochmal? Lohe-Kanonade, Aqua-Haubitze und Fauna-Statue beibringen. Bei ihr können wir einem Drachen-Pokémon den Dracometeor beibringen. Er lässt uns wieder an vergessene Attacken zurückerinnern und du lässt uns Attacken vergessen. Wie auch VM-Attacken. Sehr praktisch. So, das da sieht mir doch sehr verdächtig aus. Da hätte, glaube ich, mein Item sein sollen. Meine lieben Freunde. Dann schauen wir mal in diese Hütte. Ah ja, und da ist ein Dratini. Bra. Süß. Süßes Würmchen. Sehr süßes Würmchen. Okay, ah ja, interessant. Sandra, unsere Arena-Leiterin, erwartet dich bereits. Aber ein mittelmäßiger Trainer könnte sie niemals besiegen. Na, das wollen wir doch mal sehen, ob ich mittelmäßig bin. Was ist das? Ach ja, das war der Empfänger für den Teleporter. Hey du, zukünftiger Champ, in der Arena ist es gefährlich und man hat nie festen Boden unter den Füßen. Du packst dein Pokémon lieber weg.
Gut, nun ans Eingemachte. Sandra setzt im Kampf die mystischen und ehrwürdigen Drachen-Pokémon ein. Mit Kuschelattacken kommst du bei dem Typ nicht weit. Man hört allerdings, sie seien anfällig gegen Eisattacken und Drachenattacken. Und noch ein und rüber und nach oben. Goodie, da ist es dein erster Kampf gegen Drachen-Pokémon? Dann pass mal auf. Oh nein! Ich muss aufpassen! So, Arschtrainer Paul. Oh weia, und ich sehe auch mal wieder, mein Level lässt langsam zu wünschen übrig. Ja, okay, aber ich denke mal, Eissplitter dürfte vielleicht reichen. Vielleicht, ja, nein? Mal gucken. Huiuiuiui. Sehr effektiv, also Eissplitter reicht. Ich denke mal, da macht das ewige Eis auch noch seinen Job. So, und ich werde mal zu Vamp wechseln, weil sie, ist ja ein Weibchen, hat das Münzamulett und steht auch kurz vor dem 37. Level. Deswegen setzen wir einfach mal ein paar Attacken mit Vamp ein. Und es kann jetzt eh dauern, bis diese Runde Fliegen zu Ende ist. In der Zwischenzeit führe ich einfach mal meine E-Zigarette auf. So, Vamp setzt Fliegen ein. Na, das gefällt uns doch allen. Am besten noch schön viel. Oh, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Sagen wir aber nicht nein, würde ich sagen. Na, nein. So, 250 EP und Seemon. Ja, da darfst du ran, Ampharos. Battery. So. Seemon. Ladungsstoß. Soos. Und wenn's geht, heute noch. Danke. Danke. Tschüss. Also ich muss auf jeden Fall dann nach der Folge ein bisschen trainieren. Diddledim. Ja, das taugt doch. Schade, schade, Schokolade. Man sagt doch nur einmal schade. Ah ja, und man hat jedes Mal einen Teleporter, um sich zum Ausgang zu teleportieren. Drachen sind ehrwürdige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Ja, wann kann ich Pokémon-Spiel noch ernst nehmen? Astrainer Rosie. Schiller. Brrrrum. Eissplitter. Batzkratzer. Who wants a Batzkratzer? Naja, also das sollte auch ein One-Hit sein. Eben Volltreffer sogar. Gefällt mir. Dragonier. Da kämpfen wir weiter. Also ich glaube, das ewige Eis werden wir doch nicht wirklich brauchen. Deswegen gebe ich Schiller einfach das Münzamulett. Weil Geld können wir immer gebrauchen. Geld stinkt nicht. Also merkt euch das. Geld stinkt nicht. Drachenwut. Genau 40 KP werden mir abgezogen. Und noch einmal. Und tschüss. Tschüss. 570 EP. Läuft doch. Hey, das war gar nicht so schlecht. So. Item nehmen. Item geben. Amulett der Münzen. Ja, austauschen bitte. Gut, Schiller hat ja jetzt eh einen immensen Typenvorteil gegen Drachen. Och hoppala. Ach nö. Und rüber. Ja, geht doch. So, nächster Drachenprofi.
Nicht alle Kämpfer hier verwenden Drachen-Pokémon. Es gibt Pokémon, die noch stärker sind und die sind mein Spezialgebiet. Boah, beschiss! Sis! Ach, super. Okay, doch kein so großer Beschiss. Ich meine, ich habe ja immerhin ein Ampharos. Und das sehen Sie hier. Agilität. Initiative steigt stark. Das ändert nichts daran, dass du jetzt gegrillt wirst. Bah, Hydropumpe. Na super. Auch so eine scheiß Attacke. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich. Ich hatte gerade Angst. Dass das jetzt nach hinten losgeht. Hatte ich wirklich gerade einen Moment meine Befürchtungen gehabt. Also gerade nochmal Glück gehabt. Seemon, weiter. Ich wollte gerade panisch losschreien, wie ein kleines Mädchen. Wollte ich wirklich. Lake. Ach nö, oh nö, oh. Oh nö. Betrug. Na, dann darf mal unser Würmchen ran. Unser 2-Meter-Wurm. Windhose. Ach, Nachmacher. Ich glaube, es hackt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du stärker bist, Wurmi. Ich zähle auf dich. Nein. Aber von der KP her müsste ungefähr gleich sein. Also 2-mal Drachenwut und das Ding ist Geschichte. Ach, und jetzt schreckst du auch noch zurück. Dass es ja nochmal lustiger wird. Na komm. Was haben wir hier? Sehr effektiv. Drachenwut. Boah, will ich, ja, ich will. Ich will dir einen Hyper-Hyper-Trank geben. Der ist so hyper, da wäre ich direkt gehypt. Windhose. Gut, kann ich mitleben. Ich kann aber auch Windhose. Ha! Kannst du eigentlich noch eine andere Attacke außer Windhose, Seemon? Würde mich mal brennend interessieren. Ja, ich glaube, es hackt. Okay, aber der wird mich jetzt, denke ich, nicht killen. Ich sollte besser die Klappe halten, aber es passt. Läuft. Und tschüss. Wo mir 613 EP und Brand hat auch. Arndt. Respekt. Arndt. Wer nennt denn seine Kinder heute noch Arndt? Das möge mir mal bitte einer erklären. Da bin ich jetzt ein bisschen in Erklärungsnot, müsst ihr wissen. Aber gut. Ich meine, Mima und Baraka weiß ja, was in so eine, also was so eine Art von Spieler ich bin, ne? Ich bin nur ein durchschnittlich begabter Videospiel- und PC-Spieler. Da habt ihr es gehört. Und der Typ hat recht. Ah ja. In diesem Sinne. YOLO! Lal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 
Scheiße, ich werd für den Kampf gegen Sandra nicht auf hohem Niveau sein vom Level her. Oh, diese Schmerzen. So, ich glaube, das ist tatsächlich schon die letzte. Na? Die Chance gegen dich zu verlieren? Nicht mal 1%. Sorry, aber gewinnen schreibt man anders. Dragonier auf 38. Leck mich doch. Leck mir doch die Poperze, alter Eissplitter. Ich will meine Eisstrahlen. Ja, meine Eisstrahlen möchte ich für Sandra aufheben. Weil sie... Oh, das war ein Volltreffer. Weil sie ja die stärkeren Pokémon hat. Aber worauf ich jetzt allerdings eher weniger hoffe... Oh, eigenartig. Worauf ich jetzt allerdings weniger hoffe, ist, dass sie ein paar Pokémon hat, die eben kein... Ne? Kein Drachen-Pokémon sind. Darauf hoffe ich jetzt weniger. So, zack, zack, bada, boom, und hoch, noch eins hoch, ein drittes hoch, ein dreifaches, hip hip hurra, und schon sind wir da. Nein, sind wir natürlich nicht. Musste ich so lang? Oh, Tatsache. So, da ist Sandra ja auch schon und ja, dann setzen wir auch mal auf dich einen Hypertrank ein. Weil ein Supertrank reicht um 5 KP nicht aus und ich habe immer noch keine Sinebären. Ah! Okay. Ja. Ab dafür. Ich bin Sandra, der beste Drachenprofi der Welt. Selbst die Top 4 der Pokémon-Liga könnte mir nicht das Wasser reichen. Doch, von unten, du Arschloch. Na, willst du immer noch gegen mich antreten? Gut, dann wollen mich langfackeln. Ich ziehe stets alle Register, welcher Trainer mir gegenübersteht. Wuhu! Und war... Ach Gott, nein, ich hab Ohrwurm! Ich habe einen Ohrwurm und ich lasse euch gerne dran teilhaben. Ich lasse euch gerne dran teilhaben nach dem Kampf. Auf der Endcard. Ja, das wird heute mein Endcard-Lied. Ja, und genau das habe ich jetzt eher weniger erhofft. Das ist kein Drachen-Pokémon. Das ist kein Drachen-Pokémon, ein Gara. Das ist fucking Fisch. Und kein Drache. Ich meine, der schaut doch nicht einmal wie ein Drache aus. Na? Okay, aber... Boah. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. In diesem Sinne... Chapeau. Dragonier. Da wechseln wir jetzt auf Schiller. Jo. Wenn diese Glitzer-Animation nicht so lange dauern würde, na? Gut, ich glaube, Speedrunner fangen sich eh generell keine schillernden Pokémon. Eisstrahl. Oh, der Drachenpuls. Das schmeckt überhaupt nicht. Das schmeckt nicht. Das schmeckt gar nicht. Vor allem, weil es dann doch 43 Schaden macht. Wären es 42, hätte ich nichts gesagt. Ja, natürlich. Natürlich bleibt er im roten Bereich stehen. Meine Fresse. Ich meine, das war ja noch kürzer als ein Streichholz. Puh, gerade nochmal die Kurve gekriegt. So, nochmal Eissplitter und du bist tot. Tot bist du dann, ne? Und... Nein! Ein einziger Scheiß-KP! Wenn du mich jetzt tötest, ne?
Wenn du mich jetzt tötest, du zu groß geratener Bandwurm. Boah. Ja, Brandherd hat Level 38 erreicht. Weiterkämpfen. Und erst meinen Hypertrank einsetzen. So. Nimm ihn. Nimm ihn bitte und verrecke nicht. Komplett unterlevelt. Feuersturm. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Ich nehme diese Behauptung hiermit zurück. Nur fürs Protokoll. Toll. Toll. Ja, natürlich. Eisstrahl verpasse ich dir jetzt. Geht doch. Und? Na gut, immerhin hat sie keine Tränke mehr. Sag ich doch. Oh fuck, Alter. Okay, wenn ich im roten Bereich rande, ne? Jetzt hab ich auch keine Top-Genesungen. WTF, bitte. Nein, scheiße, das war ein Scheißplan. Sag ich doch. Okay. Kein Problem, ich weiß mit solchen Situationen gut umzugehen, meine Damen und Herren. In Form einer Drachenwut? Ich will nicht hinsehen! Ich will nicht hinsehen! Ah, er überlebt! Er überlebt! Tschüss, du Opfer! So. Und als nächstes ein Zedra King. Das war zwar ein Scheiß, was ich jetzt vorhab, aber. Level 41! Nur noch eins, dann fängt der Kampf ja erst richtig an. Nein, Level 41! Leck mich am Arsch! Da bin ich jetzt überfordert! Okay. Ja. Vorumi muss jetzt als Heilopfer herhalten. Als Heilopfer. Okay. Wenn Vamp Toxin könnte, dann hätte ich schon mal was Wichtiges geleistet. So, Rauchwolke. Immerhin kein physischer Schaden. Und er trifft. Wird dich nicht killen. Ich weiß es jetzt schon. Donnerschlag. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 nein. Zitrobeere. Natürlich. Natürlich hast du eine vermaledeite Zitrobeere. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber ich habe ein paar Top-Beleber. Zwei Stück, also dürfte reichen. Status Heim. Ein Top-Beleber nur. Oh, wow, wow, wow. Batterie. Komm, jetzt macht Daddy stolz. Rauchwolke? Ich könnte das nutzen, um vielleicht jetzt mal Fliegen einzusetzen. Weil das würde mir zumindest schon mal eine Runde Überleben garantieren. Geht daneben. Ja, wahrscheinlich. Okay, noch einmal Fliegen. Ach man, auf Level 41 war ich so überhaupt nicht vorbereitet. Verdammte Axt.
Oh, ist das lecker. Danke, Vamp. Hast du gut gemacht. Batterie. Mach Papa stolz. Unmöglich. Ich werde die Siegerin sein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Entschuldigung, die Tabletten wirken nicht mehr. Scheiße, die... Aua! Scheiße, jetzt... Au, das hat wehgetan. Jetzt können wir nur noch beten. Na, 14 Runden werde ich noch überleben. Drachenpuls, ja. Okay, Ladungsstoß. Okay, der Ladungsstoß trifft. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel AP hat denn Drachenpuls? Hyperstrusch! Fuck. Brandherd, mach Papa jetzt stolz. Mach mich stolz. Bitte, bitte, bitte. Ruckzuckhieb. Der Ruckzuckhieb, der ist meine Rettung. Ruckzuckhieb. Boom. Boom, Baby. Ah. Meine Nerven. Ich soll verloren haben? Ich werde es nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Boom! Sieg, 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 Sieg. Nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das akzeptiere ich nicht. Ich mag verloren haben, aber jemand mit der Einstellung... Aber jemand mit deiner Einstellung ist in der Pokémon-Liga so gut wie verloren. Ich weiß. Auf der Rückseite der Arena liegt ein Ort, der die Drachenhöhle genannt wird. In der Mitte steht ein kleiner Schrein, begib dich dorthin. Wenn sich herausstellen sollte, dass du deine Freundideale aufgegeben hast, werde auch ich dich als einen Trainer ansehen, der würdig ist, den Orden zu halten. Ey, ey, ich will meinen Orden, Klamauk. Boah, Mann, ey, da fällt mir auch nur zu ein. Ja, also, in Anbetracht dessen, würde ich einfach mal sagen, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr checkt jetzt bitte meinen Twitter und meinen Discord. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt...